Ein alter Esel fiel in einen verwahrlosten Brunnenschacht. Glücklicherweise enthielt dieser kein Wasser, sodass er keine Verletzung davontrug. Die Tiefe des Schachts allerdings stellte ein Problem dar. Aus eigener Kraft konnte sich der Esel nicht daraus befreien. Also begann er zu schreien. Irgendwann kam sein Bauer vorbei, der den Lärm hörte und den Esel am Grund des Schachtes entdeckte. Der Bauer sah seine Chance gekommen. Er war des bockigen Esels lange überdrüssig, denn er taugte nicht mehr für die Arbeit, und auf dem Hof fraß er ihm stattdessen nur die Futterkammer leer. Außerdem hatte er den Schacht, der eine Gefahr für die Sicherheit darstellte, schon lange zuschütten wollen. Also holte er sich einen Spaten und fing an, Erde in den Schacht zu schaufeln. Er würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Esel verscharren und bei der Gelegenheit gleich noch den Schacht auffüllen. Als der Esel merkte, dass er mit Dreck beworfen wurde, dämmerte ihm, dass der Bauer vorhatte, ihn bei lebendigem Leibe zu begraben. Und sein Gebrüll nahm eine Qualität an, die den Bauern nur noch schneller schaufeln ließ. Der Bauer erhöhte also das Tempo, mit dem er die Erde in den Schacht schaufelte. Der Esel schrie immer verzweifelter. Dann verstummte er. Da der Bauer dachte, er hätte den Esel erfolgreich begraben, begann er etwas langsamer zu arbeiten. Trotzdem war er noch zu beschäftigt, um die Ohrenspitzen wahrzunehmen, die am oberen Rand des Schachtes herausguckten. Und während er immer weiter schaufelte, tauchte ein vollständiger Eselkopf auf. Und als er schließlich noch ein bisschen mehr Dreck in den Schacht schüttete, sprang der Esel schließlich hinaus. Jetzt war der Bauer zu schockiert, um noch weiter schaufeln zu können. Der Esel hatte beschlossen, nicht länger darüber zu lamentieren, dass er mit Dreck beworfen wurde. Stattdessen hatte er die Erde abgeschüttelt und sie mit den Füßen festgetrampelt. Und mit jeder Schaufel, die auf ihn niederging, stand er ein paar Zentimeter höher. Schließlich war er in der Lage gewesen, mühelos aus dem Schacht herauszuklettern und vor den Bauern zu flüchten. Seither revanchierte sich der Esel bei den Bauern, indem er regelmäßig nachts heimlich die Futterkammer leerfraß. Und die Moral von der Geschichte: Wenn das Leben dich mit Dreck bewirft, dann schüttel ihn ab und tritt ihn ordentlich fest. Auf diese Weise wirst du buchstäblich Stück für Stück eine höhere Position einnehmen. Hallihallo! Heute geht es um eine Frage, die sich jeder im Leben hin und wieder stellt. Wie komme ich gut durch die Krise? Du erfährst heute in 8 Punkten von mir, wie du dich für eine Krise, die du auf dich zukommen siehst, gut rüstest, was du tun kannst, wenn sie dich spontan erwischt, und wie du es schaffst, dass aus deiner Krise kein Trauma, sondern eine Erfahrung fürs Leben wird. In unserer Zeit haben viele Menschen Angst vor diesen starken, lähmenden Gefühlen, die uns überkommen können, wenn wir in einer Krise stecken. Weil wir immer die gleiche Leistung bringen sollen, weil es nicht modern ist, völlig verheult beim Bäcker in der Schlange zu stehen, weil der Stärkere immer gewinnt und natürlich nie Gefühle zeigt. Und viele von uns wissen heute gar nicht mehr, dass man keine Angst vor sich selber haben muss, wenn man wegen einer akuten Krise einige Wochen völlig verzweifelt ist, schlecht schläft oder isst, viel weint, sich abkapseln will und das Gefühl hat, einfach nicht mehr klar denken zu können. Wir haben überfüllte Wartelisten für Termine bei Psychotherapeuten mit Menschen,
die diese Gefühle über Jahre später aufarbeiten müssen. Denn die Möglichkeit, alles auszublenden oder zu vergessen, die gibt es leider nicht. Dein Unterbewusstsein vergisst nie. Die einzige Wahl, die wir haben, wenn wir durch die Krise gehen, ist die: entweder im Hier und Jetzt zu sein, anzuerkennen, dass alles scheiße ist und sich auch so anfühlt, da durchzugehen und zu vertrauen, dass das alles wieder werden wird. Oder vor uns selbst und unseren Emotionen und Bedürfnissen wegzurennen und sie dadurch zum Trauma wachsen zu lassen. Über all die Zeit beeinflussen sie dann unser Denken und Handeln, lassen Ängste oder Zweifel an uns und dem Leben wachsen und können, wenn überhaupt, nur noch in einer viel längeren und schwierigeren Prozedur aufgearbeitet werden. Dabei sind Krisen, egal welcher Form, gemessen an unserer Lebenszeit, immer begrenzt. Sie sind nur ein Moment. Begreifen und annehmen sind die Voraussetzungen dafür, dass du da emotional gut durchkommst. Denn so kannst du dich wenigstens etwas sortieren und verschaffst außerdem deinem Bauchgefühl Gehör. Und das weiß, was du gerade brauchst. Denn Gefühle und Schreckmomente wie Krisen wollen gesehen, durchschritten, erlebt und dadurch aufgelöst werden. Es mag sich absurd anhören für dich, aber das geht am einfachsten, wenn du mittendrin steckst. Die Natur hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, um schwierige Zeiten zu überstehen. Dein Körper sagt dir, wenn er mehr Schlaf braucht als sonst, wenn er keine Energie hat, große Mahlzeiten zu verdrücken, wenn er allein sein will oder Druck abbauen muss, indem dich der schlimmste Heulkrampf aller Zeiten überkommt. Apropos Heulkrampf: in Krisenzeiten lohnt es sich immer, dein Umfeld zu informieren. Du musst nicht ins Detail gehen, wenn du nicht möchtest. Aber eine winzige Info über das, was dir gerade passiert, wird dir und deinem Umfeld, egal ob auf Arbeit, im Freundeskreis oder unter deinen nahen Nachbarn, sehr hilfreich sein. Denn dann muss es sich nicht wundern, wenn du für diese Zeit etwas schlechter erreichbar, etwas weniger leistungsfähig oder einfach nur nah am Wasser gebaut bist. So ermöglichst du deinem Umfeld, Rücksicht auf dich und deine Situation zu nehmen und dir zumindest Verständnis entgegenzubringen. Die Menschen, die dich umgeben, darüber zu informieren, dass du es gerade etwas schwer hast, ist eigentlich unerlässlich. Denn so eine waschechte Krise braucht Zeit und vor allem Energie, die dir für den Moment an anderer Stelle fehlen wird. Und genau das wird dir verziehen werden, wenn die anderen wissen, was los ist. Der ein oder andere wird dir seine Unterstützung anbieten oder dir in einem ruhigen Moment erzählen, dass er genau das Gleiche auch schon mal durchmachen musste wie du. Und auch wenn du vielleicht erstmal gar keine Unterstützung annehmen möchtest, so wird es doch beruhigender sein, wenn du zumindest weißt, dass es diese Möglichkeit gibt. Bevor ich nun zu meinen 8 Krisen-Überlebensstrategien für dich komme, möchte ich an dieser Stelle noch eine Geschichte aus der letzten großen Krise in meinem persönlichen Umfeld mit dir teilen. Seit ich 14 war, hatte ich 2 beste Freunde, mit denen ich durch dick und dünn ging. Als Teenager teilten wir unsere Pausenbrote, als wir älter wurden die Zigaretten, die wir unseren Eltern geklaut hatten. Wir erkundeten die Welt zusammen. Wir trösteten uns bei Liebeskummer, der Scheidung der Eltern
und griffen uns bei den ersten, manchmal etwas holprigen Schritten ins Berufs- und Erwachsenenleben gegenseitig unter die Arme. Diese Geschichte könnte meine Geschichte sein. Und du wirst sie hören, wenn Staffel 2 begonnen hat und ich mit dir über Trauer spreche. Heute jedoch ist es die Geschichte von Annabelle. Micha, der älteste von uns dreien, war sehr zielstrebig auf seinem Weg. Er lernte Annabelle kennen, als wir so Anfang 20 waren. Und nach einem Jahr Fernbeziehung zog Annabelle mit ihm in die erste gemeinsame Wohnung in unserer Heimatstadt. Micha hatte seine Ausbildung im Wirtschaftsbereich abgeschlossen und begann bald, sich in einem großen Wirtschaftsunternehmen unentbehrlich zu machen. Annabelle wiederum entschloss sich, mit Mitte 20 nochmal eine Ausbildung im Einzelhandel zu beginnen. Sie wollte unbedingt eines Tages Spielzeuge für Kinder verkaufen. Und beide wollten so bald wie möglich ein eigenes Kind bekommen. Denn inzwischen waren schon 9 gemeinsame, wunderschöne Jahre ins Land gegangen, nach denen sie sich immer noch liebten, wie am ersten Tag. Nur das Ausbildungsende von Annabelle wollten sie abwarten. Sobald sie übernommen würde, stünde der lang ersehnten Kleinfamilie endlich nichts mehr im Wege. Wenige Wochen vor dem lang ersehnten Datum, dem Ausbildungsende von Annabelle, erreichte mich an einem schönen Nachmittag in München ein Anruf von meinem anderen besten Freund. Sie seien im Krankenhaus. Micha hätte starke Kopfschmerzen gehabt und sei zusammengebrochen. Die Untersuchungen hatten gezeigt, dass es in seinem Kopf einen Tumor gab, von dem man noch nicht sagen konnte, ob er gut oder bösartig sei. Micha müsste schnell operiert werden, damit man eine Probe des Gewebes entnehmen könnte. Und Michas Tumor war bösartig. Er hatte eine Form des Krebses, die, aufgrund des schnellen Wachstums, für die meisten Betroffenen innerhalb weniger Monate tödlich endet. Was folgte, waren viele Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung, um das Wachstum des Krebses zu verzögern. Micha brauchte Betreuung rund um die Uhr. Viele Male mussten sie in die Notaufnahme, da die Erkrankung trotz aller Behandlungen Komplikationen mit sich brachte. Unzählige Briefe, Kontoauszüge, Rechnungen, Fragebögen, Anträge von Versicherungen und Befunde zur Weitergabe an diverse Stellen stapelten sich auf Annabelles Schreibtisch. Ängste, wirre Gedanken und unstillbare Trauer befielen sie vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und ließen sich keine Sekunde abschütteln. Sie hatte keinen Appetit. Sie war müde und sie weinte viel. Kurz, Annabelle und Micha fanden sich von einem auf den anderen Tag in einem Albtraum wieder. Und so tat Annabelle etwas sehr Mutiges in dieser Zeit. Sie warf alles, was ihr unnütz erschien, über den Haufen. Sie aß, wann und was sie wollte. Wenn sie schlafen konnte, schlief sie aus, solange es ging. Sie riskierte ihre Übernahme und forderte ihren Arbeitgeber auf, sie auf ein wöchentliches Minimum an Arbeitszeit herunterzusetzen. Wenn sie dennoch nicht arbeiten konnte, meldete sie sich krank. In besonders schwierigen Phasen in diesem halben Jahr nahm sie die Hilfe ihrer Schwiegermutter an. Etwas, wofür sie echt über ihren Schatten springen musste. Denn beide waren nicht unbedingt die besten Freundinnen. Wenn sie das Gefühl hatte, sie könne nicht mehr weiter, war sie ehrlich zu ihren Freunden und sagte ihnen das. Und die kamen dann, verbrachten einen Abend mit ihr oder nahmen sie bei sich auf, wenn sie nicht allein in der gemeinsamen Wohnung schlafen konnte, weil Micha wegen Komplikationen für einige Nächte zurück in die Klinik musste. Jetzt weißt du, was ich meine, wenn ich dir sage,
Schaff dir Radikalraum. Wenn du es kommen siehst, am besten schon vorher. Wenn das Schicksal dich aus dem Nichts im Genick packt, dann eben ab diesem Moment. Den meisten Raum in einer Krise braucht die Krise übrigens selbst. Also die Wut, die Angst, die Trauer, die du empfindest. Alles, was dann noch übrig bleibt, an Zeit und Energie, wirst du brauchen, um weiterzugehen in dieser Situation, um die neuen Umstände irgendwie zu regeln, dich mit Freunden oder Familie zu beraten und so weiter. Und während du mir so zuhörst, fällt dir wahrscheinlich schon auf, wie wenig Platz in Krisenzeiten dem Alltagsleben, wie es vorher war und nachher auch wieder sein wird, bleibt. Um gut durch die Krise zu kommen, ist das hier also mein liebster und gleichzeitig allerwichtigster Tipp für dich. Nimm dir Zeit und Raum. A, um dein Befinden so zu leben, wie es eben gerade ist, mit allem, was dazugehört und was du brauchst. B, um dir in Ruhe Gedanken machen zu können, wie es weitergehen soll. Und C, um dich mit denen auszutauschen, die dich unterstützen oder dir Ratschläge geben können. Auf diese Weise kommst du nicht nur besser durch die Krise, sondern hast auch die besten Chancen, so viel wie möglich an Lebenserfahrung daraus zu schöpfen. Denn mit Krisen ist es so ähnlich wie mit Fehlern. Wenn wir sie verteufeln und nicht ansehen wollen, nehmen wir nichts daraus mit, außer einem schlechten Gefühl, welches sich sehr, sehr lange halten kann. Wenn wir uns ihnen aber stellen, sie angucken, ohne sie zu bewerten, können wir Erfahrungen mitnehmen, die uns und anderen später sehr hilfreich sein können. Und vor allem werden wir das Geschehene wirklich loslassen können, wenn es vorüber ist. Denn wir haben es angesehen, analysiert, erfahren und können deshalb damit abschließen. Viele unserer großen Krisen sind auch Entwicklungskrisen, gerade beim Thema Burnout. Das heißt, wenn du hier gut durchgehst, steht am Ende eine Belohnung. Und das, was sich jetzt anfühlt wie eine Katastrophe, wird ein Wandel, an dessen Ende, ähnlich wie bei einer Geburt, eine riesige Erkenntnis steht, die du nicht mehr missen wollen würdest, wenn du diese erstmal überstanden und hinter dich gebracht hast. Und da wir beide wahrscheinlich nur zu gut wissen, was eine Krise ist, und dass sich in diesen Phasen dein Herz oder sogar dein ganzes Leben so anfühlt, als wäre es aus hauchdünnem Glas und könnte jeden Moment zerspringen, werde ich jetzt nicht weiter drum rumreden, sondern dir an dieser Stelle endlich die 8 Erfahrungen mitgeben, die mir immer und immer wieder geholfen haben, auch die schwersten Zeiten irgendwie zu überstehen. Erstens, du darfst dir helfen lassen, so viel es geht. Von Freunden, von deiner Familie, auf jeden Fall von Menschen, die dir gut tun. Geh ins Internet. Such dir Stellen oder Gesprächspartner, die sich mit deinem Problem auskennen. Angefangen bei deinem Hausarzt, der dich krankschreiben kann für einige Zeit, über Selbsthilfegruppen oder auch Facebook-Gruppen, wo du dich mit anderen austauschen kannst, die genau verstehen, wie du dich gerade fühlst. Bis hin zu Vereinen, die auf dein Problem spezialisiert sind. Zum Beispiel Hospizvereine, den Mieterschutzbund oder der Verein zur Unterstützung alleinerziehender Elternteile. Facebook-Gruppen haben übrigens den Vorteil, dass du auch erstmal nur im Stillen mitlesen kannst, falls dir Reden im Moment zu viel ist. So wirst du zumindest wissen,
dass du nicht der Einzige auf dieser Welt mit diesem Problem bist. Zweitens. Meine Faustregel, wenn ich bis zum Hals in der Scheiße stehe, lautet: Mute dir so wenig zu wie nötig und gönn dir so viel wie möglich. Du kennst meinen Akkuvergleich schon aus vielen Podcast-Folgen. In der Krise wirst du immer mehr Energie verlieren, als du aufladen kannst. Das ist normal. Deshalb solltest du echt jede Form und Möglichkeit der Erholung nutzen, die du kriegen kannst. Das Gleiche gilt übrigens auch für Unterstützung von außen. Nimm sie an. Wie oft kam bei mir der nächste Hammer und ich war froh, einige Tage zuvor etwas entlastet worden zu sein und mich wenigstens ein bisschen ausgeruht zu haben. Drittens. Handle bedürfnisorientiert. So, wie ich es dir am Anfang schon beschrieben habe. Wenn die Situation überwältigend ist, ist es normal, dass du dich fühlst, als ob du den ganzen Tag wie betäubt durch Nebel wanderst. Schlaf, wenn du müde bist. Weine, wenn du traurig bist. Box in dein Kissen, wenn du ausrasten musst. Und iss, was immer dein Herz begehrt. Keine Angst. Dieser Zustand wird enden, genau wie deine Krise. Viertens. Erinnere dich an all die anderen Krisen, die du schon gemeistert hast. Wir vergessen über unsere Fahrpläne, unsere Steuererklärungen, die Zickereien unserer Kollegen und Vorgesetzten leider viel zu oft, wie wertvoll diese Zeiten sind, in denen alles läuft wie geschmiert, in denen wir gesund sind, keine Sorgen haben und es uns an nichts fehlt. Dabei haben gute und Krisenzeiten eine riesengroße Gemeinsamkeit. Beide sind nur ein Moment. Das Leben ist unbeständig. Alles Schlechte hat nur eine begrenzte Zeit, in der es bei uns ist. Alles Gute hat auch nur eine begrenzte Zeit, in der es bei uns ist. Und eigentlich weißt du das. Also vertrau ruhig darauf, dass dies hier nur ein Moment ist. Er mag sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Er mag vieles verändern. Aber er wird vorbeigehen und du wirst wieder unbesorgt und glücklich sein, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ich verspreche es dir. Alles fließt. Fünftens. Versuch dir vorzustellen, wie gut es dir gehen wird, wenn du diese Zeit überstanden hast und wieder ein neuer Anfang oder ein ruhigerer Alltag eingetreten ist. Wage ruhig diese Fantasiereise in die Zukunft. Sie wird dir helfen, dieses Desaster als Moment zu begreifen, der irgendwann vorbei sein wird. Sechstens. Sechstens ist eine Empfehlung, die ich dir schon in Podcast Folge 10 mit auf den Weg gegeben habe, nur eine Nummer kleiner. Gib auf. Nicht für immer, um Gottes Willen, nein, nur für ein paar Tage. Guck, dass das Grobe geregelt ist, während du weg bist, und mach einen Wochenendausflug an einen Ort in der Natur, an dem du dich weit, weit weg von allem fühlen kannst. Das hilft dir, deinen Geist zu beruhigen und deine Gedanken zu ordnen. Ein noch viel wichtiger Effekt ist jedoch, dass wenn du in der Natur sitzt, im Wald, auf einem Berg, an einem Fluss, wenn du die Vögel zwitschern hörst oder die Schneeflocken fallen siehst, du auch sehen wirst, dass die Welt sich ungeachtet deines Problems weiterdreht. Und auch wenn das im ersten Moment umso mehr wehtut und du noch ein bisschen weinen musst deswegen,
So ist es doch auch tröstlich, mit eigenen Augen sehen zu können, dass die Zeit nie stehen bleibt und das Leben weitergehen wird. Die Welt ist hier für dich. Und sie wird bleiben, egal was kommt. Für dich. Siebtens. Um deinen Akku aufzuladen, plane nicht nur Zeit während der Krise ein. Wenn es eine absehbare Krise ist, schau, dass du schon vorher mal ein bisschen Erholung bekommst, bevor es richtig losgeht, damit du mit so viel Reserve wie möglich in die Krise gehen kannst und, ganz wichtig, wenn die Krise langsam abflaut, nimm dir nochmal wenigstens ein oder zwei Wochenenden, um dich in der Natur zu erholen. Ich selbst habe nach so mancher Krise ganze zwei Wochen oder gar Monate zur Erholung gebraucht. Auch wenn die Krise abklingt, so ist unser Geist doch wie ein Trichter, durch den die Eindrücke aus dieser schweren Zeit erstmal abfließen und der Akku von Körper und Seele wieder aufgeladen werden müssen. Atme durch und realisiere, dass es vorbei ist und dass du es geschafft hast. Auch wenn es noch weh tut, du lebst. Achtens. Egal, wie absehbar oder wie überraschend deine Krise dich erwischt hat, stürze dich nie, niemals einfach rein und fang an zu rudern und blind drauf loszumachen, vor allem nicht, wenn das Ende deiner Krise noch nicht absehbar ist. Atme durch. Sei eine gute Mutti für dich selbst und frag dich, was du in nächster Zeit brauchen wirst, um hier so unbeschadet wie nur möglich durchzukommen. Tipp 1 bis 7 helfen dir dabei, genauso wie das Mantra der Woche. Auch dies wird vorbeigehen. Das griechische Wort Krisis bezeichnet ursprünglich übrigens keine hoffnungslose Situation, sondern einen Höhe- oder Wendepunkt aus einer gefährlichen Lage. Ab hier kann es nur besser werden, sozusagen. Krisen verhelfen uns zu einem anderen Blick und mehr Bewusstsein für die Prioritäten in unserem Leben. Weißt du, was das Erste ist, was ich mir sage, wenn in meinem Leben Situationen auftauchen, die sich anfühlen, als könnte ich nur daran zerbrechen? Das Leben gibt mir keine Aufgaben, für die ich nicht bereit bin. Deine Susi.